Hallo und herzlich willkommen zu mein Komplett-Review von der, weiß ich, ich würde mir sowas eigentlich niemals holen, Nintendo Switch. Ist ja eine 2019er Version, ne? Eine andere würde ich unter keinen Umständen holen. Ich weiß, es gibt viele Reviews, aber es ist ein Komplett-Review, wirklich alle Macken, die bis heute gibt's und wieso ihr nicht mit so einer Konsole einfach so loslegen könnt, was ihr dazu noch braucht und dass es eigentlich bei Weitem teurer wird, als ihr denkt. Also das könnte sich jetzt ungefähr eine halbe Stunde hinziehen, vielleicht um ein bisschen mehr. Ich entschuldige mich schon mal dafür, ich entschuldige mich auch hier, wie ich aussehe, aber das ist hier so heiß wie im Backofen hier, ne? Also ich glaube, selbst mein Backofen ist kühler als meine Bude. So. Ich weiß, ich wollte mir niemals eine Switch holen. Ich habe es mir dann doch geholt wegen Animal Crossing. Ich habe es mir aber einzeln geholt, aus einem ganz einfachen Grund. Animal Crossing, die Special Edition, ist teurer, als wenn ihr euch das einzeln holt. Der andere Grund ist, wenn ihr euch die Animal Crossing Edition holt, gibt es einen ganz großen Punkt, was viele wissen sollten. Wir sagen ja, oh, sieht aus wie Animal Crossing und oh, sieht das geil aus, ne? Ihr werdet aber nicht viel davon sehen. Aus einem ganz einfachen Grund. Das ist ja, also wir sprechen hier von die normale Version, ne? Nicht von die Slim, die oder die Lite, wie sie heißt, ne? Die Lite oder so könnt ihr ja nicht irgendwo anschließen, das ist ja bloß Hände. Und die kann eigentlich auch gar nichts. So, wir sprechen von die normale und wenn ihr die so habt und ihr würdet da die Konsole reinstecken, habt ihr gleich Kratzer drin. Das ist immer noch der gleiche Billigteil wie von Anfang an. Das heißt, ihr müsstet euch sowas dazu kaufen. Das kostet so 4 Euro. Erst das reinmachen, weil nur ganz unten das Gummi. Hier oben ist immer noch Plastik. Großes Plastik, was alles im Arsch macht. Also erst rüberstecken und dann die Konsole reinstecken. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kann es ja später holen, könnt mir glauben. Ich habe zum Glück nicht gemacht, aber wenn ihr sowas nicht habt und ihr sagt euch, okay, ich stecke die Konsole trotzdem rein, ganz vorsichtig, ihr habt gleich krass daran. Ein Display einfach nur scheiße ist. Das ist absolut billig gemacht. Nintendo ist dafür bekannt, dass sie billig herstellen, teuer verkaufen. Dafür ist Nintendo bekannt. So, also ihr solltet euch das holen. Die Konsole. Dann wären wir schon, also ich mache bei euch, mit euch hier mal die komplette Preisliste. Ne? Ich habe die Konsole gekriegt für 331,42 €. Ich habe aber lange gesucht. Ne? Also Mediamarkt verkauft das für 370 € ist viel, viel zu überteuert. 330, 331 mehr sollte es nicht kosten. Mehr würde ich auch nicht ausgeben. So, das Stoffding hat gekostet 3,98 €. 98, also 4 Euro, solltet ihr unbedingt haben. Die 4 Euro hat man. Und dann denkt man ja eigentlich, okay, das reicht ja, ne? Nicht ganz. Die Konsole hat intern 32 GB Speicher. Die sind sehr schnell weg. Das heißt, ihr müsst euch auch noch einen SD-Chip holen. SD-Chip Minimum 64 GB. 128 wäre besser, wenn ihr 256 habt, seid ihr ganz gut. So, wenn ihr die Konsole habt, ne, dann hier unten, Rückseite, hier mit dem Fingernagel, die Seite und dann die Seite. Und dann hier unten reinstoppen. Ich habe eh eine von Nintendo, aber. Könnt SanDisk. SanDisk ist genau die gleiche Firma. Das ist auch, die von Nintendo ist auch von SanDisk. Wir sind einmal frei. Also SanDisk, wenn ihr so nicht von Nintendo, sondern so von SanDisk holt, ne, wird eine 10er sein. Also, dass sie schneller ist, ne? Dann werdet ihr da auch keine Probleme haben. Beziehungsweise, ach, da wird es auch funktionieren. Die werdet ihr dann einfach reindrücken und das funktioniert dann.
Ja, da seht ihr auch jetzt oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da müsste Sandisk stehen, ganz oben. Das Ding von Nintendo ist ganz einfach, dass sie sagen so, oh, ihr habt ein Bildchen drauf und bla bla, aber das ist die Firma. Ne? Drückt das einfach rein, macht Klick, macht das hinten wieder zu. Ich würde das niemals so hinstellen auf den Tisch, weil ihr habt hier nur. Das hält. Und das ist sehr, sehr fragil. Darunter ist die Chipkarte, wenn das Ding runterknallt, dann Halleluja. Ne? So. Was habt ihr noch? Was bräuchtet ihr noch? Also, ich habe mir eine mit 256 GB geholt. Das Ding hat mir. Wie viel hat mir das Ding gekostet? 55 Euro. SD-Chip. 64er Chip kostet vielleicht 10 Euro, 16 Euro reicht vollkommen aus. Ne? Animal Crossing, einzeln das Spiel, hat mir noch nicht mal 50 Euro gekostet, also 48. Dann seht ihr auch schon, dass die komplett mit Animal Crossing Version eigentlich überteuert ist, weil da kriegt ihr bloß einen Download-Code und ich würde Ihnen empfehlen, dass ihr so eine Chip als Kartenversion das holt. Seid immer besser dran. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, ihr müsst eine Mitgliedschaft bezahlen. 20 Euro. Ansonsten könnt ihr nicht mit anderen spielen, ihr könnt sonst gar nichts machen. Gibt's auch eine Mitgliedschaft für 24 Euro, das ist für mehrere Accounts, die eine Konsole, was eigentlich totaler Schrott ist. Ne? So, 20 Euro pro Jahr, ansonsten könnt ihr nicht online spielen. Und dann würde ich euch auch noch eins empfehlen, das lässt sich aber Nintendo sehr gut bezahlen. Ich würde euch empfehlen, so ein Teil zu holen, was man laden kann. Sowas im Grundprinzip habt ihr auch schon so drin. Also ihr habt das normal in der Konsole drin, aber ihr könnt das Ding nicht anschließen, irgendwo, dass ihr aufladen könnt. Das müsst ihr euch extra kaufen. Da ist dann auch noch ein USB 3 Kabel drin. Dafür wollen sie sage und schreibe 26 Euro. Das ist Beschiss. Hätten sie auch noch gleich hier machen können. Ich meine, selbst PlayStation kriegt das hin. Ne? Ich habe keine PS4. Eine PS4 wird mir niemals ins Haus kommen, weil die einfach alle verarscht haben. Also damals gesagt haben von Sony, ja, ihr werdet nicht extra für Internet bezahlen müssen. Schlussendlich wissen wir alle, man muss trotzdem dann 50 Euro bezahlen. Dann haben sie gesagt, bei Pro werdet ihr nicht bezahlen können, aber haben sie Pro geholt, trotzdem müssen sie extra bezahlen. Das ist ein sehr Beschiss. Nintendo macht das Gleiche. Ist zwar billiger, aber macht das Gleiche. Was kommt denn alles dazu? Wenn ihr euch das so holt wie ich mit der billigen Konsole für 331, dann seid ihr letztendlich mit Animal Crossing, mit die SD-Karte, ich habe die 256er, ne, und mit die Ladeversion, seid ihr denn letztendlich bei, na, wo ist der Preis? 485 Euro. Das ist meine Hausnummer, ne? Da ist nichts mit. Och, 300 Euro, 330 Euro, ach, das reicht doch. Nee, das ist eine Hausnummer, ne? Weil wortwörtlich, ihr braucht einen SD-Chip, ansonsten ja, könnt ihr nicht wirklich viel machen. Das Ding hat 32 GB Standard drauf und wenn ihr zum Beispiel die Start-Edition, ich habe es mir eigentlich bloß wegen des Scheißding geholt, ne? Weil ich Star Fox gut finde. Allein das Update von diesem Scheiß braucht schon 9 GB. Ne? Also, da kommt eine Menge zusammen. So, ihr habt das Ding ausgepackt, ihr habt das Ding, ihr habt die Joy-Cons, ich habe mir die Version geholt, weil ich mag das bunte Ding überhaupt nicht. Und ihr habt das untere Teil. Wir packen als erster das Ding darauf, bevor ihr überhaupt irgendwie daran denkt, das Ding da reinzustecken. Und dann gehen wir hinten hin und packen erstmal oben den Stromstecker rein. Wenn ihr so ein Ding habt, womit man laden kann, einfach so halt USB 3
Stecker habt, der kommt hier rein. Andere Seite ist USB 3.C. Und unten kommt HDMI-Stecker rein. Bloß zur Info, wenn ihr es reingesteckt habt, wird das Ding nie wieder an, weil hier ist zwar eine kleine Platine drin, die ist so fragil, dass wenn ihr das wieder raus haben wollen würdet, ja, das Ding ist extrem scheiße dünn. Also das ist extrem billig gemacht. So, dann stellt ihr das unten hin und nimmt die Kackkonsole in Hand. Ihr habt das alles drin. Hier hinten kommt ja die SD-Karte rein. Ne? Ihr macht den auf. Hinten, wo der Standfuß, packt ihr da rein, wie schon gesagt. Und dann macht ihr die Joy-Cons ran und ihr startet das Ding. Dann geht ihr da alles durch, was er haben möchte. Und dann sagt er, ja, entweder stecken sie es jetzt unten drin, extra, oder nicht. So. Ich habe schon alles eingestellt, ist klar, ne? Hier könnt ihr das Ding anmachen. Dann sagt er dreimal A drücken. Ihr könnt mal. Geht an. Drücken wir hier. Einmal auf Knopf drücken, jetzt funktioniert. So, und jetzt sind wir drinne. Ich stopp's mal unten rein, damit ihr was auch sehen könnt. Ich kann euch das ja zeigen wegen der Karte. Wie gesagt, schön, dass das hier so langwierig ist, aber ich mache komplett Tutorial mit alle Spieler und so. Und die ganzen Macken, was das kumuliert hat. So, hier seht ihr einen Punkt, weil das ist halt nur Plexiglas. Das hat nichts mit dem Akkustand zu tun. Und ich benutze ja auch das Ding, wo man laden kann, ne? Das ist der USB 3 Stecker. So könnt ihr einfach dann oben reinstecken, wenn ihr das Ding extra geholt habt und dann halt permanent ja, laden sich die Dinge auf, beziehungsweise könnt ihr spielen, ohne dass ihr irgendwie Angst haben müsst, dass die Controller alle gehen. Ansonsten müsstet ihr nämlich permanent die Controller unten an den Switch ranstecken, bis sie geladen sind. Wenn ihr das als Handheld benutzt, dann werden sie sowieso immer permanent geladen, ne? Also controllermäßig ist das Ding unterste Kanone und die Controller einzeln sind übelst teuer. Kosten ja, wenn ihr zwei normal Controller holt, zwei, ne? Die kosten boah, 80 Euro, glaube ich, jetzt im Schnitt, ne? Also ist unterste Kanone, die Preispolitik von denen. Also holt euch lieber so ein Teil, wo ihr laden könnt. 26 Euro ist in dem Fall weniger. Das hätten wir alles. Jetzt kommen wir zu die Konsole an sich. Auch nochmal. Ihr seht da oben Internet. Ihr habt alles aktualisiert. Ihr habt auch die Controller aktualisiert. Dann sagt ihr auch Controller aktualisieren. Da habt ihr alles gemacht. Ihr habt Internet gemacht. Ihr werdet ziemlich oft Ausfälle mit Internet haben. Es liegt nicht an eurer Internetbox. Meine bekloppte Konsole ist so weit entfernt von meiner Fritzbox. Ich habe zwei Striche. Ich kann es sonst wohin packen. Ich habe zwei Striche. Ich habe mit allen anderen komplett voll mit der Switch nicht. Nintendo kriegt es einfach bis heute nicht hin mit dem scheiß Internet. Das haben sie schon bei der Wii nicht hingekriegt. Das haben sie bei der Wii U nicht hingekriegt. Bei der Konsole schaffen sie es auch nicht. Das Einzige, wo sie es hingekriegt haben, war... Das war diese Konsole, da haben sie es hingekriegt. Ne? Die Nintendo 3DS, bei die normalen DS hatte ich nie, aber Nintendo 3DS haben sie es hingekriegt. Ich habe auch sehr oft das Problem, das war gestern, das war vor ein paar Tagen auch, das Problem, ihr habt Internet, es funktioniert alles und plötzlich sagt euer Switch, ihr habt kein Internet mehr. Woran liegt das? Die Internetbox funktioniert. Denn ihr habt Internet. Denn ihr habt Internet. 3DS hat Internet. Alles hat Internet. Aber die Switch sagt, es gibt kein Internet. Bitte geben Sie den Code nochmal ein. Du wartest 6 Minuten, du hast wieder Internet. Ohne, dass du den Code angegeben hast. Nintendo ist einfach zu blöd bis heute, um eine Konsole herzustellen, die normal mit Internet funktioniert. Das ist Nintendo. Deswegen bin ich bis heute der Meinung, Nintendo
ist, ja, man kann sagen, Nintendo ist tot. Sorry. Der einzige Grund, ihr könnt ja die Dokumentation angucken, die Nintendo Story, werde ich euch mal unten verlinken. Der einzige Grund, weswegen Nintendo noch lebt, ist Pokémon Go. Und die bringen trotzdem den gleichen Scheiß raus. Wieso? Weil Nintendos Mentalität ist, wir machen nicht alles das, was andere machen. Wir machen nicht, was die Leute wollen. Nein, wir erschaffen Träume. Das heißt also, Nintendo, sein Traum ist es, Konsolen herzustellen, was ja, Jahrzehnte hinterher hinkt, wo das Internet unterste Kanone ist, wo man permanent Abbrüche hat, aber die trotzdem alle noch gerne zur Kasse beten. Das ist Nintendos Philosophie. So. Kommen wir mal noch zu das Konsolen, was man hier noch beachten sollte. Wenn ihr hier raufdrückt, gedrückt halt, könnt ihr Standby machen. Ihr wollt aber die Konsole richtig ausmachen. Dann müsst ihr an den Knopf unten an der Konsole den Aus-Knopf gedrückt halten. Dann kommt das, Power-Option und dann ausschalten. Ansonsten ist sie permanent auf Standby. Leute, schaltet die wirklich so aus. Wenn ihr die nämlich permanent auf Standby habt, und das ist auch schon sehr vielen passiert, brennt euch diese Scheißkonsole durch. Ne? Schaltet die richtig aus. Wenn sie geladen ist, nehmt die runter davon. Und schaltet die richtig aus. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Spielen. Pokémon Home ist kostenlos. Das ist sowas, was ihr von 3DS kennt, wo ihr auch eure Pokémon abladen könnt. Aber Pokémon Home ist die ersten 30 Slots komplett kostenlos. Wenn ihr mehr haben wollt, müsst ihr 16 Euro bezahlen. Extra. Ist ihnen sich selbst überlassen. Das ist kostenlos und Brawlhalla ist auch kostenlos. Brawlhalla ist wie Nintendo mit Battle-Ding da, das gegeneinander kämpfen. Ne? Ich weiß jetzt, Smash Bros, glaube ich, heißt es, ne? Ist eigentlich exakt der gleiche, nur komplett kostenlos. So kommen wir zu dem Animal Crossing Spiel. Habt ihr wahrscheinlich schon bei YouTube gesehen, was ich hochgeladen habe, oder ihr habt gesehen bei meinen Streams. Wie ist Animal Crossing New Horizon? Habt ihr Animal Crossing für 3DS? Werdet ihr keinen Unterschied merken. Es ist einfach Animal Crossing, wo sie alles dazu patchen mussten im Nachhinein. Ihr konntet ja da noch niemals tauchen. Feuerwerk hattet ihr auch nicht. Muss alles dazu gepatcht werden. Und es werden noch sehr, sehr viele andere Dinge auch dazu gepatcht werden müssen. Amiibo auch. Amiibo, sagen sie ja, Amiibo unterstützt das Ding, gehen nur in die Karten. Damit man alle Karten, sind Nintendo-Karten, Nintendo-Karten, Kohle haben. Oder ihr holt billig alle Dinger, da gibt es so eine Chips. Verkaufen auch viele. Den kompletten Satz und so könnt ihr die Viecher raufholen. Oder ihr baut ein Haus und fliegt auf eine Insel und habt Glück, dass ihr dahin findet. Ansonsten ist es exakt der gleiche Scheiß. Ihr seid auf einer verkackten Insel. Ihr zahlt euer Haus ab. Ihr nehmt Bewohner mit dazu. Ihr holt für euren Museum, die einzelnen Dinger. Ne, also halt, wenn ihr was findet, Fische und so reinpacken. Museum sieht geil aus, ohne Frage. Es ist einfach eigentlich bloß bessere Grafik. Was mir da extrem fehlt, sind die Feature, was man bei der Nintendo DS und 3DS ausgraben konnte. Da konnte man ja nicht nur Fallen ausgraben, beziehungsweise dann nicht nur Fossilien ausgraben oder so, konnte man ja so die Gummiroboter, die so rumgewackelt sind, konnte man ausgraben, gibt es da überhaupt nicht. Ihr könnt eigentlich da nicht viel machen. Wenn ihr eine gute Community habt wie ich, macht das Spiel trotzdem Spaß. Aber schlussendlich habt ihr 3 Tage Spaß, ihr zahlt euer Haus ab, es gibt nichts mehr zu machen, das war's, das Spiel ist Ende. Und dann bleibt euch bloß noch über, entweder guckt ihr einmal pro Jahreszeit dahin, ein, ne? Also halt Winter, Herbst, Sommer, Frühling. Oder beziehungsweise immer, wenn ein neues Update raus ist, dann guckt ihr mal einen Tag rein. Das war's, dann könnt ihr wieder das Spiel liegen lassen. So, kommen wir zu
den anderen Ding, alles, was wir da haben. Wie gesagt, es wird so eine halbe Stunde dauern, vielleicht auch etwas länger, entschuldige mich. Splatoon 2 ist wie Splatoon 1, plus hübsche Grafik und auf der Switch. Splatoon 1 wird auch immer neu gespielt und Splatoon 1 für die Wii U brauchte kein extra Internet bezahlen, nur bei Switch, was schon mal beschiss ist. Und wir haben so viele Probleme, dass keiner bei den anderen mit reinkommt, beziehungsweise dass einfach mal das Spiel sagt, Internetverbindungsproblem. Die Switch ist internetmäßig WLAN einfach nur scheiße. So, wenn ihr denn, schon jetzt habe ich garantiert übersteuert, wenn ihr dann halt, was ihr natürlich haben müsst, ne, sonst könnt ihr ja nicht mit anderen spielen, den Account habt, der 20 Euro Ding habt, wie schimpft sich der Müll? Der Müll schimpft sich Online-Mitgliedschaft. Dann habt ihr auch hier das und das. Und die ganzen guten Spiele sind nicht drinne. Kommt zwar mal ein bisschen was dazu, aber rein auf Englisch, auf Deutsch nicht unbedingt. Aber ja, Secret of Mana wollen sie mal wieder extra verkaufen. Ne? Secret of Evermore suchen wir bis heute. Gibt es ja auf keine Konsole. Das war ja bloß auf Super Nintendo. Ne? Ist hier drinne nicht. Secret of Mana wollen sie extra für 40 Euro verkaufen, für die extra Konsole. Da gibt es noch zwei andere kleine Spiele, die keiner haben möchte. Damit drinne. Aber 40 Euro für das uralte Ding. Secret of Evermore gibt es nicht. Illusion of Time gibt es nicht. Es gibt kein Terra Mythma. Die Spiele sucht man bis heute vergebens. Die machen exakt den gleichen Scheiß wie jede andere Konsole. Die nehmen die alten Kackspiele und setzen die nochmal auf die neue Konsole. Also permanent machen, wo alle sagen, das wollen wir nicht haben. Wieso wollt ihr auf jede Konsole die gleichen Spiele und dann auch extra bezahlen müssen? Ne? So, Breath of the Wild habe ich mir nur geholt, weil es extrem billig gab. Ansonsten hätte ich mir es nie geholt. Ist jetzt eins hier Open-World-Spiel, was sie ansatzweise hinbekommen haben. Den Rest könnt ihr alle in die Tonne kloppen. So, kommen wir mal denn zu die Pokémon-Dinger. Wieso habe ich Pokémon? Die zwei Dinger. Aus einem ganz einfachen Grund. Nicht etwa, weil das Spiel gut ist, um Gottes Willen, nein, das Spiel ist so grotten dämlich, das Spiel ist unterste Kanone. Absolut. Man holt sich. Man holt sich eins von diesen zwei Spielen einfach nur aus einem Grund. Damit man von Pokémon Go Pokémons rüberportieren kann. Das ist der einzige Grund. Ein anderer Grund ist, wenn welche Nostalgiker sind, ne, das ist wie Pokémon Rot und Blau, beziehungsweise damals Gelb, ne, die allerersten drei Pokémon-Spiele, die es damals gab, ist exakt die gleiche Region. Ihr könnt das Ding mit Pokémon Go verbinden, da kriegt ihr dann auch noch ein extra Pokémon. Das ist der einzige Grund, weswegen das Ding alle holen. Und dann könnt ihr das halt auf die Switch umlagern. Beziehungsweise bei Pokémon Home. Das ist der einzige Grund. Und dann habt ihr halt sowas. Könnt auch von den 3DS eure Pokémons rüber portieren, aber dann braucht ihr bei den 3DS, müsst ihr da auch extra bezahlen, den Müll. Ne? Halt von den System, den Transfer. Da müsst ihr hier aber auch die Zahlversion haben. Kostenlose Version könnt ihr hier, da habt ihr 30 Plätze und ihr könnt die dann auch einfach rüberportieren. Und die Version von Schwert und Schild natürlich auch. Wie gesagt, die kostenlose Edition habt ihr nur 30 Slots. Die Premium-Edition kostet 16 Euro, glaube ich. Und ihr habt da das komplette Ding und ihr könnt auch überportieren. So, ihr kriegt dann auch das Ding. Meltan könnt ihr dann auch holen auf eure Pokémon Go, auf euer Handyspiel. Da kriegt ihr so eine kleine Kiste, die könnt ihr öffnen, kommt Nebel und die Viecher kommen dann permanent. Das könnt ihr alle 7 oder 14 Tage neu aktivieren, aber ihr müsst dann warten und dann auch noch Pokémon
von Pokémon Home auf die Switch portieren und dann aktiviert sie der Müll und dann kommen die wieder bei Pokémon Go an. Mew, weiß ich nicht, ob man den auch hier fangen kann, weiß ich nicht. Ich habe den halt durch so einen Pokéball. Ist ein Controller. Ich werde zu das Ding extra Review machen, weil gibt es einige Tricks, was man da machen kann und deswegen das Ding besser ist für Pokémon Go als der komische Anstecker, der einfach nur überteuert ist, weil der Ding kostet 40 Euro, der andere kostet 100, 10, 120 Euro und hiermit könnte man weit mehr machen. Da war Mew drinne. Könnt ihr rausholen, das heißt, ihr nehmt das Ding als Controller für das Spiel. Ihr sagt dann, okay, ich möchte das Pokémon haben, das geheime Geschenk, dann habt ihr Mew drin, weil der ist von Anfang an drin. Und dann speichert ihr das Spiel, dann geht ihr auf Pokémon Home und dann geht ihr halt. Jetzt. Dann geht ihr halt auf euer Pokémon, je nachdem, wo ihr das gespeichert habt. Ihr müsst unbedingt in den Spiel speichern, ihr speichert nicht von selbst. Und dann habt ihr halt die Variante, dass ihr die halt reinpacken könnt. Ne? So funktioniert das Ganze. Auch mit Schwert und Schild. Wenn ihr Premium habt und ihr habt das jetzt das Premium nicht weiterlaufen lassen, dann bleiben eure Pokémon, aber ich glaube 3 Monate oder so stand da, oder 6 Monate bleiben trotzdem da, ihr könnt bloß nicht mehr drauf zugreifen. Ne? Das andere Ding ist, für jedes Spiel habt ihr auch nochmal sowas ähnlich wie ein Pokédex. Aufträge. Das ist halt deswegen eine Version, beziehungsweise könnt ihr auch mit anderen tauschen. Ne? Soviel zu Pokémon Home. Wenn ihr aus dem Programm raus wollt, drückt ihr einmal kurz die Home-Taste und dann hier die X-Taste Software wenden. Anders geht ihr nie raus. Ihr könnt auch einfach Home-Taste drücken und dann, wenn ihr nochmal rein wollt, A drücken, dann ist er nicht beendet und ihr seid wieder da drinnen. So. Das ist erstmal zu den Pokémon-Spielen. Mehr könnt ihr mit die Dinger nicht machen, ne? Ist halt das Uralt-Pokémon. Wenn ihr die habt, habe ich noch nicht angefangen, aber ich kenne sehr viele, die das spielen und die sagen, soll Open World sein. Das ist die beschissene Open World, was es gibt, wie permanent gesagt. Ich würde hier aufpassen, wenn ihr mit welchen tauscht, entweder Wundertausch oder sonst was. Es gibt so viele gehackte Pokémon. Tauscht nur mit welchen von den 2 Versionen, nur mit welchen, die ihr auch wirklich kennt. Weil wenn ihr ein gehacktes Pokémon habt und das sind nicht Pokémon, die es da sonst nicht gibt, nein, es gibt so normale Pokémon und die sind ganz einfach gehackt, weil keiner gibt euch ein Pokémon, das so übermäßig geil ist. Gibt euch nicht, wenn ihr ein gehacktes Pokémon drauf habt und ihr habt es bloß auf Home drin oder auf dem Speicherstand und Nintendo sieht es, weil Nintendo überwacht permanent seine Konsolen. Dann kann es passieren, das ist schon sehr oft passiert, dass Nintendo jegliche Kommunikation mit eurer Konsole einstellt. Das heißt, ihr kriegt keinen Support mehr, keine Updates. Ihr könnt so viel mal bezahlen, wie ihr wollt. Ihr kommt in den Store nicht mehr rein. Das Ding ist wertlos. Ihr könnt damit nur noch offline spielen. Und deswegen gibt es auch so viele Konsolen für 100, 150 Euro bei eBay. Weil das alles gebannte Konsolen sind. Euer Account geht noch, aber die Konsole kann sich ganz einfach mit dem Internet nicht mehr verbinden. Ja? Also seid mit den Pokémon, mit so einer Dinger extrem vorsichtig, mit wem ihr tauscht. Es ist ja sowieso schon beschiss, dass ihr viele einzelne Versionen extra nochmal in DLC kaufen müsst. Das ist ja sowieso schon beschiss. Ne? So. Kommen wir zu die nächsten Spiele. Starlink habe ich ja bloß wegen das Schiff, kennt ja jeder, ne? 9 GB, wie ich schon mal gesagt, ist einfach zu groß. Kommen wir zu den anderen. Wo habe ich die hingepackt? Harvest Moon Spiele. Ich bin totaler Harvest Moon Fan.
weiß so ziemlich jeder. Und ich war so doof und habe mir das Spiel geholt. Das ist so ziemlich der größte Müll, weil ich dachte, es wäre wie Harvest Moon, den ich je gesehen habe. Guckt euch Reviews an von diesem Spiel von 2018. Es hat sich bis heute nichts geändert. PC, Konsolentechnik ist exakt das gleiche. Ihr könnt gar nichts machen. Die verlangen 20 Euro. Wortwörtlich, selbst geschenkt ist das Ding nichts wert. Für PC kostet es 15 Euro. Ihr könnt gar nichts machen. Ihr könnt ein bisschen anpflanzen, ihr könnt sammeln, das war's. Und dann alles reinstecken und die holen sie von selbst. Mehr könnt ihr hier nicht machen. Das ist Dreck, ist das Spiel. Also ich warne jeden von diesem Dreck. Ne? Das Harvest Life ist Müll. So, was gibt's noch? Harvest Moon Life of Hope. Gab's für 30 Euro. Dachte mir, okay, hol ich mir. Sagen ja viele, das Spiel soll kacke sein. Dachte mir, für 30 Euro, okay. Und alle DLCs sind da drin. Okay. Und das neue Harvest Moon, ne? Das habe ich mir geholt, weil es wieder die schöne Grafik hat von früher. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Und das soll so sein wie das Harvest Moon von der DS, von der normalen DS, mit den kleinen Zwergen und so. Es soll exakt das gleiche sein. Und ich finde, das Harvest Moon von der DS. Von der Nintendo DS, nicht der 3DS, von der Nintendo DS, das auch nur Harvest Moon heißt, ist für mich das beste Harvest Moon gewesen, das es jemals gab. So, jetzt zeige ich euch noch irgendwas, also jetzt zeige ich euch noch was, was ihr vielleicht nicht wusstet, weil wenn einige die es nicht wussten. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt ein Spiel drin. Oh, Animal Crossing ist ja erst vor kurzem rausgekommen. Und das ist nicht älter als 2 Jahre und es ist nicht gebraucht. Dann drückt einfach mal Plus. Hier oben die Plus-Taste. Update ist klar, ne? Und dann geht ihr mal hier runter. Ihr kriegt hier eine extra Währung. Habe ich schon drin. Und das sind so Goldwährung. Das ist. Zeig euch mal. Eine Währung, sowas hier. Die Goldpunkte könnt ihr verwenden, in dem Fall, dass ihr den Preis drückt. Pro Karte kriegt ihr ungefähr 60 Punkte, also 60 Cent. Die Punkte, wenn ihr die auf eurem Account habt, sind die nur ein Jahr haltbar. Dann könnt ihr zum Beispiel, ihr sucht ein Spiel aus, sagt ihr, okay, das Spiel will ich haben, aber nicht für den Preis, dann nehmt ihr eure kompletten Punkte und dann ist es halt, zum Beispiel, wenn ihr 170 Punkte habt, 1,70 Euro billiger. Für mehr sind die Punkte nicht gut. Die halten auch nur ein, ja. So, was machen sie? Hier sehen wir schon wieder den Track, was sie machen da. Neuauflage, obwohl es keine Neuauflage ist, das ist exakt der gleiche Track. Das Ding machen sie halt. Die Mode Ding ist 3 Jahre alt, die verlangen immer noch 70 Euro. Sie sind absolut überteuert und also die ganzen Spiele, was da gibt, könnt ihr in die Tonne kloppen. An sich eine Switch würde ich nicht empfehlen. Weil einfach Preis-Leistung ist absolut für den Arsch. Das Einzige, was die jetzt hingekriegt haben, was ich interessant finde, ist, wenn ihr mal mit welchen gespielt habt, könnt ihr einfach suchen nach und hinzufügen und dann Nutzer suchen, mit denen ich gespielt habe. Das ist interessant. Die haben es endlich mal hingekriegt. Weil sonst war es ja immer bei der 3DS, da sagen sie immer, frisches Gut, nicht rausrücken, ansonsten bannen wir dich. Ich habe es mal gemacht und dann habe ich bei der 3DS mal rausgegeben, mein Freundschaftscode steht auch da unten. Ne? Da haben die Klee so gesagt, ja, macht das nicht, ansonsten bannen wir die. Dachte ich, wieso? Wie soll man denn sonst welche da kriegen? Also das ist unterste Kanone. Zu machen. Freundschaftsvorschläge ist auch bekloppt. Da wollen die mit alt verbunden werden. Ich würde es lassen. So, das wäre eigentlich die Review von den ganzen schönen Müll. Ihr wisst, wie extrem teuer das Ding ist. Das sind die nur 300 noch was Euro. Spieltechnisch kommt nicht wirklich was raus. Wir haben keine Spiele, selbst Animal Crossing, keine Spiele, wo man jetzt sagt, boah, das ist geil. Ein gutes Spiel für mich war zum Beispiel von der DS, war
Dalbo-Robo, wie das Ding heißt, glaube ich. Das war so, da bist du ein Hund, also so ein Hündchen und die können reden und bla bla, ne? Und die verwandeln sich in Menschen, also halt auf gute verkehrte Welt dann, ne? Das war ganz gut, weil du konntest dann eine Woche spielen und du hast das Spiel immer noch nicht fertig. Ein anderes gutes Spiel war für 3DS, war Fantasy Life. Was auch Tage verbringen, Wochen. So etwas gibt es auf dieser Konsole nicht. Es gibt so ein Spiel nicht auf dieser Konsole. Das fehlt einfach. Und es ist, hier ist auch nichts abwärtskompatibel. Eine 3DS war ja auch so beliebt, weil du konntest in 3DS auch DS-Spiele reinpacken. Ganz absolut vergessen. Selbst Dinger, was du so runtergeladen hast, du kannst ja noch nicht mal 3DS-Spiele, die du runtergeladen hast, nicht hier drauf spielen. Das heißt also, selbst Online-Store nicht abwärtskompatibel. Im Grunde genommen, eine Switch ist immer noch eine absolute Blamage. Die hinken immer noch Jahrzehnte hinterher, weil die ja immer noch sagen, ja, wir machen nicht alles, was andere machen. Wir erfüllen Träume. Ja, das ist garantiert nur der Traum von Nintendo, dass sie jahrelang hinterher hinken, über 10 Jahre. Weil ungefähr die Switch ist auf dem Stand von einer PlayStation 3. Wortwörtlich, die Switch ist auf dem Stand von einer PlayStation 3. Es kommt jetzt schon PlayStation 5 raus. Das Einzige, wieso sie gefangen haben, war Pokémon Go. Guckt euch zum Beispiel die Dokumentation, die Nintendo Story an. Das Einzige, was die gerettet haben, ist das Pokémon Go. Animal Crossing macht auch nur Spaß, wenn ihr eine gute Community habt, wie ich. Splatoon auch das Gleiche. Ansonsten, wenn ihr keine anderen habt, die gerne sowas spielen oder mit euch spielen, könnt ihr die Konsole absolut in eine Pfeife rauchen. Ne? Also ist nicht wirklich gut. Wenn ihr die Konsole ausmacht oder anmacht, macht vorher den Stecker rein bzw. Strom rein und dann steckt die Konsole in die Box. Ne? Ich würde niemals einen Stecker reinstecken, wenn die Konsole drin ist in die Box bzw. niemals so Strom anschalten, wenn das Ding drin ist. Das kann ziemlich in den Hosen gehen. So, das wäre es eigentlich, so, wie schon gesagt, sorry, dass der Review so lange lief, aber ich wollte euch mal auch über die ganzen Spiele da informieren, was man machen kann, was man eigentlich eher nicht machen kann. Was man in der Konsole machen kann bis heute. Und da ist so aus, ja, aber du, also ganz ehrlich, meine Bude hier ist ein Ofen. Das ist nicht mal lustig hier. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt auch eine Switch-App, die auch unterste Kanone ist. Nintendo Switch-App. Da könnt ihr gerade auf Splatoon zugreifen, nicht wirklich was machen. Ihr könnt auf Animal Crossing mit der App zugreifen. Dafür muss aber Animal Crossing an sein. Das heißt, ihr könnt sogar so, könnt dann gleich über Animal Crossing schreiben. Dafür braucht dann diese verkackte App. Und Smash Bros. Habe ich nicht. Kein Smash Bros. Kommt noch nicht raus, ist einfach zu blöd. Kann ich halt die billige, kostenlose spielen, ist das gleiche. Ne? Ihr seht, Nintendo hat mal wieder etwas auf die Beine gestellt, was nicht wirklich gut ist. Die hinken immer noch hinterher. Für mich hat Nintendo bis heute keine Lebensberechtigung mehr. Die besten Tage von Nintendo war Super Nintendo, meiner Meinung nach. Nintendo 64 war auch noch gut. Wie? Kinderkonsole aus die Wii U hätten sie weitaus mehr machen können. Aus die Wii U hätten sie extrem viel machen können, haben sie aber nicht. Und deswegen ist die Switch auch so beschissen. Die Switch hat sie in den letzten Tagen auch nur so verkauft, weil sie billiger war als eine PlayStation. Weil jeder sagt, wir holen uns keine PlayStation 4, schon wirklich eine PlayStation 4. Aber alle haben gesagt, wir holen uns keine PlayStation 4, weil es kommt dieses Jahr die PlayStation 5 raus. Und die Switch hat höchstens in 2, vielleicht 3 Jahren eine neue Konsole, die denn vielleicht so gut ist wie eine PlayStation 4. Nintendo kriegst bis heute nicht hin. Weil, wie gesagt, Nintendo lebt irgendwo in der Steinzeit. Ne? So.
Wir haben 40 Minuten, es tut mir leid und danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.